Hallo, in dieses Video zeige ich, wie man Daten aus einer CSV-Datei in eine SQL-Datenbank reinkriegt. Jetzt für Daten bin ich zu dieser Webseite, Airgas Developer API heißt die, den Link lege ich in der Beschreibung unten. Und diese Website oder API beschäftigt sich mit Formel-1-Daten und man kann auch diese Formel-1-Daten als CSV-Tabellen herunterladen. Das habe ich auch gemacht. Und das ist eine ZIP-Datei, die kann man entzippen und dann kriegt man die Daten in diesem Format hier. Das sind die ganzen Daten in lauter CSV-Tabellen. Jetzt der einfachste Weg, gerade für so nicht enorm riesige Daten, der einfachste Weg, wie man diese CSV-Dateien in eine SQL-Datenbank reinkriegt, ist, dass man diese in eine SQLite-Datenbank importiert. Ein gutes Programm von der SQLite-Datenbank ist DB-Browser für SQLite. Den Link lege ich auch in der Beschreibung unten. Und das Schöne an SQLite-Datenbanken vis-à-vis jetzt Serverprogramme wie Postgres oder wie MySQL oder so, ist, dass die ganze Datenbank ist in einer Datei und lässt sich sehr einfach handeln vis-à-vis jetzt diese Serverprogramme. Ich habe das Programm jetzt runtergeladen und wir starten mal das Programm. So, und da ist das Programm, DB-Browser SQLite. Es ist komplett leer. Ich muss jetzt erstmal eine neue Datenbank erstellen. Dann nenne man eine neue Datenbank und ich gehe mal zum Desktop und nenne sie mal Formel 1 Daten. Ups. So, und jetzt, sobald ich die Datei gespeichert habe, wählt das Programm, dass ich eine Tabelle erstelle. In dem Fall muss ich keine Tabelle manuell erstellen, sondern ich importiere ja eine CSV-Datei und die wird automatisch zu einer Tabelle. Deswegen hier Cancel. Und wir gehen dann hier auf Datei, Import und Tabelle aus CSV-Datei. Ich gehe zum Desktop hier und wir nehmen jetzt die Tabelle Fahrer. Und jetzt sieht man hier, der Tabellenname wird schon vorgeschlagen anhand der Name der CSV-Datei. Und hier muss man aufpassen, in den meisten CSV-Dateien, die hier in Deutschland erstellt werden, ist meistens das Semikolon der Trenner. Man kann hier testen und gucken, wie die Vorschau ist. Man sieht ja, die Vorschau sieht relativ gut aus mit dem Komma-Trenner. Nehme ich jetzt ein Semikolon, stattdessen sieht das gar nicht so gut aus. Deswegen hier muss man gucken, dass in der Vorschau, dass die Daten, wie soll man sagen, ja, richtig ausschauen. Das Zweite ist, ob die Inhalte Anführungszeichen haben. Das merkt man auch, wenn ich es keins lege, dann sieht man, alle haben Anführungszeichen, das will man ja gar nicht in seiner Datenbank, deswegen, man will ja nur die reinen Inhalte, deswegen hier ist das da, wird das dann gesetzt und UTF ist ja heutzutage gängig, so und dann okay und somit ist die Tabelle jetzt importiert. Hier bei Datenstruktur sieht man die Strukturtabelle, sprich Feldnamen und Typen der Felder. Und hier bei Daten durchsuchen sieht man dann die einzelnen Daten. Also hier hat man jetzt einen Dropdown, allerdings dadurch, dass wir nur eine Tabelle haben, hat das Dropdown nur eine Tabelle, offensichtlich. Und man sieht hier die einzelnen Daten. Jetzt, ich kann an der Datenstruktur auch an der Tabellenstruktur viel mehr ändern, indem ich dann hier rechts anklicke und dann Tabelle ändern gehe. Und jetzt kann ich zum Beispiel das erste Feld Driver ID, nenne, tue ich halt doppelt einklicke und dann Fahrer ID. Und beim zweiten Feld zum Beispiel auch doppelt reinklicke, Referenz, Refnummer. Und dann bei der dritten, keine Ahnung, Rennnummer und so weiter. Code kann man lassen. Dann so, und dann hier Vorname und dann Nachname. Und dann hier Geburtsdatum. Nation und so weiter. Und dann URL. So, die URL ist meist ein Link zur Wikipedia. So, jetzt habe ich das okay. So, sind alle Änderungen. Man kann hier noch was, habe ich vergessen zu sagen, gehe ich mal nochmal rein, Tabelle ändern. Man kann hier auch festlegen, welche Feldtypen man will, ob es alle Text sind, ob es mal Integer macht, etc. Das hier, ob es nicht leer sein darf, kann man hier klicken, ob das ein Primärschlüssel ist, ob es ein Unikat ist. Also man kann diese ganzen Sachen nachträglich bearbeiten. Und dann auf OK.
So, und dann jedes Mal, wenn man jetzt was speichern will, man kann entweder mit Steuerung S oder bei Datei Änderung speichern, das ist dasselbe. Und dann hat man seine Änderung gespeichert. Wenn man jetzt sieht hier, jetzt hat man seine eigenen Felder da und nicht mehr diese Standardfelder. Man kann auch SQL führen. Hier, wenn ich jetzt sage, Moment, wie heißt unsere Tabelle? Drivers, tun wir es mal auch umbenennen. So, und dann hier nennen wir es mal Fahrer. Okay, so, und man kann jetzt hier dann sagen, Select alles from Fahrer. Und dann kann man den SQL ausführen und schon hat man alle Fahrer da. Also so habe ich jetzt aus CSV sehr schnell eine SQL, die Daten in SQL eingefügt. Ich kann auch diese Daten als SQL exportieren, und zwar die ganze Datenbank, und das kann ich hier Export Datenbank zur SQL-Datei, und dann kann ich von SQLite diese Daten in einer anderen Datenbank per SQL einfügen. Ich lasse mal das im Laufe. Die Tabelle Fahrer und Spaltenname im Insert lassen und dann OK. Und jetzt kann ich das auf den Desktop speichern. Und schon ist der Export abgeschlossen. Wie der ausschaut, ist so. Das ist jetzt die exportierte Datei. Man sieht hier die Feldnamen. Jetzt natürlich, wenn ich das in einer anderen SQL-Datenbank hinzufüge oder anderes SQL-Programm, dann kann ich hier natürlich die Feldnamen noch ändern, die Feldtypen ändern, natürlich die Feldnamen auch. Und dann hat man hier den Insert-Code, ganz normaler SQL-Code, der dann die ganzen Daten in einer anderen Datenbank einfügen könnte. So, mit dem SQLite habe ich dann eine Möglichkeit, Daten aus einer CSV-Datei in eine SQL-Datenbank reinzukriegen, und dann mit dem SQLite kann ich auch diese Daten dann als SQL exportieren und dann von mir aus in ein größeres Datenbankprogramm hinzufügen oder einfach in dem SQLite belassen.